Veranstaltung der AfD statt. Alice Weidel hält eine zentrale Wahlkampfveranstaltung. Übermorgen. Am 1. Ach so, am 1. Am Antikriegstag. Ja, das ist leider wahr. Am Antikriegstag hält Alice Weidel eine Wahlkampfveranstaltung in Kirchheim. Und da hoffe ich, einige Leute hier wiederzusehen, damit wir eindeutig zeigen, dass diese Gesinnung keinen Platz hat in Marburg und hier im Kreis. Ja, ich glaube, ich kann mich nur bedanken für die Organisation. Ich kann mich auch nur bedanken für die viele Arbeit auf dem Marburger Marktplatz, das überhaupt zu sammeln, sich jedes Mal wieder zu motivieren, sich sozusagen graswurzelmäßig zusammenzufinden. Das ist ja das Tolle an Pulse of Europe, dass man wirklich sagt, wir machen jetzt eine Bewegung von unten, die einfach mal deutlich macht, Europa ist zentral, Europa ist schwer zu kämpfen, ohne Europa immer nur schön zu reden und zu idealisieren, sondern auch klar herauszufinden im Dialog, was ist eigentlich nicht gut an Europa und was für Ideen gibt es, Europa positiv zu verändern. Und das war ja auch Thema, denke ich mal, an fast allen Tischen. Ich habe jetzt ja nur den einen Tisch erlebt, aber da war das dann auch getragen, dass Europa, und ich glaube, das ist das, was wir auch leben müssen und auch immer wieder insgesamt in dieser Gesellschaft auch thematisieren, auch im Wahlkampf, Europa ist für Deutschland von zentraler Bedeutung. Deutschland mit seinem Wohlstand, das, was wir hier auch erreicht haben, hat ganz viel und ursächlich damit zu tun, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch nach den vielen Dingen, die sozusagen von unserem Boden ausgegangen sind, wieder es geschafft haben, einen Platz in der europäischen Wertegemeinschaft zu finden. Und wenn ich mir anschaue, die ganze deutsche Wiedervereinigung, das hat alles was mit sozusagen einem Europa des Vertrauens zu tun. Ich glaube, es muss uns gelingen, nicht nur immer wieder zu sagen, 70 Jahre Frieden, ja, das ist ein Wert an sich, sondern wir müssen, glaube ich, auch dafür sorgen, dass Europa wieder was Identitätsstiftendes hat. Und deswegen war ich damals auch so frustriert, dass diese ganze Debatte um die europäische Verfassung leider so geendet ist wie die. Vielleicht ist es einfach wert, aus der Krise heraus was Neues zu starten, nochmal wirklich zu versuchen, eine neue sozusagen gemeinsame Identität hinzukriegen. Und ich glaube, das wird am Ende auch bedeuten, dass Europa in einigen Feldern, nicht nur in der Eurozone, sondern auch in anderen Feldern viel enger zusammenarbeiten muss. Und das bedeutet, jetzt spreche ich als nationaler Parlamentarier auch, dass auch wir Kompetenzen abgeben an das Europäische Parlament. Ich glaube, das Europäische Parlament macht eine wirklich gute Arbeit. Nur ihnen fehlen teilweise Kernkompetenzen vom Parlament. Du brauchst auch Budgetrecht. Du musst auch mal die Leute nicht nur verhindern können, sondern du musst sie auch sozusagen, sie müssen auch wie bei uns auch, die Kanzlerin oder der Kanzler wird bei uns vom Deutschen Bundestag gewählt. Das ist auch gut. Und wir brauchen auch dort etwas, eine vertiefte Demokratisierung, die dann am Ende auch, glaube ich, zu einer Legitimation führt, dass die Leute sehen, jawohl, das passiert dort, aber die sind dann auch verantwortlich und die sind auch die, die sich darum kümmern und das wünsche ich.